So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Playerunknown's Battlegrounds. Wir versuchen uns mal an der Schule. Habe jetzt schon, das ist jetzt glaube ich der dritte Versuch, dass ich hier rein will. Wenn das jetzt nicht klappt, dann lasse ich's. Ich glaube, ich werde das so ein bisschen zusammenschneiden. Wenn nicht, kommt der Zusammenschnitt ein paar Tage später oder gar nicht, weil ich ja wirklich auch Lust drauf habe. Ja, und hier ist eben Hardcore-mäßig Action am Start. Das ist doch eigentlich der einzige Grund, warum ich hier hin will. Soll ich denn diesmal das Nebengebäude, weil ich mir so denke, ich habe keinen Bock auf euch alle. Flieg schneller, die können mich wieder abknallen. Flieg. Ich bin im First Person, nicht Third Person. Alles klar, ach, das Scope lass ich erstmal gescheiter liegen. Mal. Ich brauche eine Waffe. Am besten auch schnell, weil hier kommt einer. So. Ein Revolver. Na, die PK. Okay, wo unter mir ist eine? Okay, nochmal von nachladen. Okay, muss ich nicht. Super. Oh Gott, den habe ich halt null gesehen. Holy shit. Oh, der hat mir das Achterskopf vor. Ja, danke. Ist jetzt einmal mal passiert, würde ich sagen. Und wir gucken mal, ob wir da irgendwo was sehen. Denn die ganz Bobos, da war gerade einer am Fenster, leben immer noch. So, zweiter Kill. Einer, ein bis 50 Leute werden da immer noch drin sein. Ich würde gerne rausspringen und vorher sollte ich vielleicht dann noch mal meinen Energy trinken. Wow. Das wird nicht so gut laufen. Wenn man den dritten Versuch, alle guten Dinge sind drei, ne? Dann haben wir schon mal zwei Kills. Das ist das, was ich das letzte Mal verdoppelt. Ja. So, wir gehen hier hinten raus. Gut, wenn da jetzt einer gestanden wäre, wäre ich tot gewesen. So, unfaken, dass wir die Seite nehmen. Weil hier könnte auch einer stehen, habe ich auch schon mal gemacht. Haha, jetzt wird's lustig. Da liegt noch Muni. Die würde ich gerne mitnehmen. Ja, ich kann da nicht reinspringen. Zumindest bin ich zu blöd für. Die lasse ich sogar liegen, den brauche ich nicht mehr. Da liegt mir ein Self-Cover, den nehme ich mir auch noch. Ich brauche jetzt leider noch Medics, die ich hier weg kann und vor allem den Helm, den ich mir nicht mitgenommen habe von dem Typen. Verdammt. Ich sehe, komm, irgendwo hier in der Ecke hockt ein Typ, knallt mich direkt über den Haufen und ich denke mir so, fick dich. Genau so wird das ablaufen. Oder ich werde mir so denken, ja nice, ich habe mal geschossen, aber das wird nicht passieren.
Da liegt eine Leiche. War wahrscheinlich der Typ. Kann natürlich auch sein, dass der den nicht erschossen hat. Hier der letzte war. Oh Gott, hier liegen aber drei Typen. Alles klar. Kann ich die alle drei hier looten? Nö. Den nehme ich auch mit. Oh Gott. Herzinfarkt meines Lebens, ey. Den habe ich auch noch erschossen. Der, genau. Boah, danke. Dich brauche ich noch. Dich nehme ich auch mit. Und ansonsten hast du halt nichts. So, ich muss die Schule jetzt trotzdem noch weiter durchgehen, denn wenn hier noch irgendwo jemand hockt, bin ich eigentlich so gut wie abgeliefert und tot. Ja. Dach ist das, glaube ich, so das Einzige, was ich jetzt noch checken muss. Danach renne ich ja auch weg und knall die Typen da irgendwo Puzzles ab. Die ich mir, oder Rohzock. Bin eh mit der Zone, da kann ich mir jetzt Kämpfe leisten. Gerade auch mit meinem Equip kann ich es theoretisch machen. Ja, der wird ganz lustig. Ich hoffe, es klappt. Also ich scheine auch aktuell ziemlich einzeln rumzulungern. Ja, brauche ich nicht. Ich habe auch noch mal einen kleinen Grafikfehler. Ich weiß nicht, ob man die hier sieht. Ich glaube mal schon. Ach Mann. Drecksack. Ich sehe ihn von hier nicht. Ey. Und ich habe eine rote Zone bei mir. Ja, das wird lustig. Ich sehe seinen Kopf gerade. Oder? Ist das sein Kopf? Ich bin so schlecht, ey, Mann. Der war safe. Egal, komm, wenn er abhaut, gehe ich hier auch weg. Da muss ich einfach nur hoffen, dass mich die Bomben nicht treffen. Doch, wird's lustig, zumindest für euch. Find ich, ja. Aber das ist auch ganz lustig. Und bis da rein. Okay. Sehen. Nicht gesehen, soweit ich es jetzt mitbekommen habe. Er hockt auch, glaube ich, in der Ecke, oder? Ich kann jetzt natürlich die ganze Zeit warten, bis er mal rauskommt. Problem ist, ich stehe dafür ziemlich beschissen. Habe ich eine HE? Nein. Komm. Wieso treffe ich dich denn nicht? Mann. Ach komm, ey. Der Typ nervt. Und da heilt sich auch gerade. Okay. Er hat eine HE. Jo. You are my friend. Yes, of course. Der Typ war gut. Hat mir geholfen. Und ich bin, ja.
Skill hat mich verlassen oder ich hatte ihn nie. So. Will ich den jetzt töten? Werde ich schon. Das Problem sind, ich kenne nur seine ungefähre Position. Will ich ihn pushen? Na komm, just do it. Okay, hat sich gerade geklärt, ich habe ihn gefunden. So, erstmal verbinden. Puh, ja, hast du eine Weste? Einser. So, das Scope ist scheiße. Das da ist besser. Du hast das da noch für mich. Das hier ein Vierer-Scope, den würde ich auch gerne mitnehmen. Schalldämpfer MP, erweitertes Schnellwechselmagazin. Ja. Was du sonst was will ich an sich gar nicht erst haben. Ja, das fängt auch schon mal ganz gut an. Ich hätte natürlich gerne noch weniger Schaden, weil die Weste da ist ja gar nicht im Arsch. Das Haus aus der Welt. Zweimal erweiterte Schnellwechselmagazin, ja, da bin ich nicht eins. So. Also Medic-technisch bin ich super ausgestattet. Dann nehmen wir erstmal die damit. Die ist minimal besser als eine Pfanne. Ja. Ist ja wichtig, denn eine Pfanne kann einem auch mal den Arsch retten. Wortwörtlich. So, dann muss ich auch gleich hier weg. Dann nehmen wir die 5 damit. Jetzt kommen wir am besten noch eine gute Wäsche. Ich wollte noch den Scope mitnehmen. Das mache ich dann auch gleich. Muss nur erstmal hier. Ah, jetzt bin ich auch wieder. Ich hätte noch gerne einen für die Sniper oder am besten noch einen Schalldämpfer SR. Gut, die hat er gelootet. Ja, das Haus haben wir nur flüchtig mitgenommen. Kann natürlich immer nur Leute sein, wovon ich jetzt einfach nicht ausgehe, weil dafür echt noch einer hätte schießen können. Die hätten jetzt halt komplett nass gemacht, so die zwei Typen da. Wären der vorne nicht ziemlich blöd da gewesen. Nee. Wären auf jeden Fall sehr blöd da, auch positioning-technisch gewesen. Und wahrscheinlich, die Blinkgranate geht weg, dafür kommt Viererscope in meinem Inventar, was ich eigentlich nicht ausrüsten wollte. Eine 118er Einser-Weste. Na toll. Schule könnte mittlerweile auch wieder einer sein. Das ist eben, ja, toll. Hast du was Tolles, was ich noch mitnehmen wollen würde? Ach, das Scope würde ich gerne woanders droppen, aber ich habe keinen Platz. Irgendwo dahinter wird geschossen. Jetzt die Markierung kann jetzt so langsam weg. Aber wenn ich jetzt hier gleich ein UAZ irgendwo stehen sehe. Ja, toll. Auf den habe ich auch geschossen. Davor. Da ist ein Stein. Ich dachte schon, da steht ein Auto. So, hier rechts wird die ganze Bude bis gerade eben noch geschossen. So. Wollen wir doch mal gucken, wie weit wir kommen in der Runde. Die ist an sich bis jetzt ein ziemlich, ja, sagen wir, spannend. Es ist eigentlich eine Seltenheit für meinen Kanal, eine gute Folge zu haben, was Kills und sowas angeht. Und vor allem die Action. Oh. Yay. So, der ganze Berg da oben ist, glaube ich, nicht mehr mit drin. Wenn ich jetzt hier nicht gleich einen sehe, renne ich ja auch weg.
Können wir weg, da hinten hin. So. Ihr könnt natürlich irgendwo einer campen. Wo ist denn der Schütze, der die ganze Zeit geballert hat? Jetzt hockt er ja wohl unter mir mit der S12K. Springen. Danke. Schon wieder ein paar vorne, ist noch weiter weg sogar. Ich müsste von hier sogar schon fast sehen. Das war zu früh. Viel zu früh. Oh Mann. Muss er jetzt halt vielleicht auch einfach drauf vorbeihuschen und dann kann ich von hier gucken. Er hat eine große oder eine Mini oder... Ach nee, keine Mini, die ist da glaube ich nicht mehr drin. Was ist denn da so rot? Ich komme nicht mehr raus. Lassen wir den da einfach Typ sein und ich hau ab. Der wird mir gleich sowas von den Rücken schießen, ich sehe es kommen. Aber je früher ich in der Zone bin, desto früher kann ich nach hinten schießen. hat der Buggy noch Reifen? Perfekt. Die Häuser sind auch wieder sehr gefährlich. Hier irgendwo ist noch ein K-Schütze gewesen, das weiß ich. Ich kann natürlich auch theoretisch in jedes gelootete Haus nochmal reingehen in der Hoffnung, meine Zweierbeste dann besser zu finden. Also eine Zweierbeste in ganz zu finden. Ja, aber da gucke ich lieber irgendwann im Inventar. Vielleicht finden wir noch eine Dreier oder sowas. Habe ich markiert, dann müsste ich theoretisch auch gut Deckung haben. Weil den hinter mir werde ich nie wieder sehen. Vielleicht irgendwann im Finale, aber werde ich nicht mehr wissen, ob es der ist. Da steht ein Buggy. Das macht mir Sorgen. Ist der schon in der Zone? Nee. Kann ich einfach den Buggy schnappen und damit weiterfahren. wo sind die Finale? Ach Gott. Ist die Sonne weit weg, die Finalzone. Wenn er mich erschießt, wird sich freuen. Hier schießt doch irgendwo einer. Schieß mal nochmal. Oh, Pachinki. Und da vorne. Das ist jetzt wieder blöd. Egal, ich verkriege mich hier irgendwo nach oben. Guck mich jetzt um. Vielleicht sehen wir den hier direkt. Dann kann ich instant zurückschießen. Gut, dann gehen wir nach hinten. Legen wir uns hier einfach hin, die schöne Kugel und gucken, ob sich jemand auf uns zubewegt.
Ja. Fällst du aus? Junge! Er ist so schon zig Kugeln bekommen, wir dürften jetzt aber so 6 reindrücken. Ah, cool. ja. Was kannst du überhalten? Ich gehe wieder zurück auf den Berg. Kirche, die ist nicht wirklich komplett drin. Ach komm. Ich hätte nur AZ. Das könnte der sein. Hab ihn gerade noch gesehen. Lass mal heilen. Ich habe keine Granaten mitgenommen, ne? Mhm. Wir beide angeschossen und ich kann mich heilen und du nicht. Perfekt. Positionsverteilen vor dem Win. Er hat sich aus seiner Deckung rausbegeben. Das war ein Fehler. Ich habe schon wieder eine fast kaputte Weste. Könnte ich auch mir auch mal im Kopf schießen, wenn das so zwei immer weiß ich, wo die liegen. Nur Westen nicht. Mann, ey. Puh, ey, 6 Kills. Dann nehmen wir gleich noch hier einen mit, weil ich gleich ein Stück laufen will. So. Das reicht mir auch. Schön ist, die Gegner geben mir immer so viel Info, wenn ich sie abkläre. Ich weiß nicht, was da oben kann, aber sein kann. Sie werden ja tot. Oder der da oben ist echt hardcore blind. Darf ich auch bitte einmal die Gegner sehen, bevor sie mich erschießen? Ich könnte den Laster da reinspringen. Gut, wäre hier einer drin, wäre ich jetzt schon tot. Ich hasse es, ne? Ist bestimmt auffällig, ist mir bewusst, aber ich brauche das. So, ich bin safe. Gerade so schnell gekrochen hat. Das war ein netter Bug. Okay, nein, ich kriege wirklich schneller, wenn ich die Energies geboost Intos habe. So, wir haben 6 Kills. Das ist eine sehr spannende und vor allem sehr schöne Forge. Stirbt er? Ich fall. Schade. Da bei den Steinen ist irgendwo einer, oder? Ich sehe ihn leider nicht, oder? Nein, sehe ich nicht. Da ist einer außerhalb des Spielbereichs geschafft. Der Motorradfahrer ist da, und wo muss ich hin? Nein, ich fahre nicht. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Wir rennen jetzt. Ich dachte, der steht da oben. Der Sniper hätte hier sein müssen, meines Erachtens. Das ist hoffentlich jetzt der Sound gewesen. Sniper ist hier irgendwo, der gerade noch geschossen hat. Ich will nur wissen, wo. Die Position ist richtig nice. Okay, ist weitergelaufen. Perfekt. Boah.
zwei. Einer da, hm. Ich hab richtig Bock auf euch. Im Nahkampf. Der Ansage kann man immer gut vertrauen. Im Nahkampf heißt dieses Spiel auch mal 400 Meter. Wir müssen nicht wirklich auf offenem Feld kämpfen, oder? Die Häuser sind alle drin, oder? Ja. Base riskieren. Ich hätte doch das Auto nehmen sollen. Verdammt. Hätte ich das jetzt... So. Leider wird keiner durch K ausgenockt, aber er hat noch da geschützt. Das ist auch eine gute Info für mich. War es bestimmt in der Zone, oder? Blöd ist, ich hätte doch warten sollen, bis er ihn R schießt, weil ich habe keine Ahnung, ob der Typ, auf den er geschossen hat, innerhalb oder außerhalb der Zone war. Lagst du nicht hier? Lagst du da? Hä? Muss ja hier irgendwo in diesem Büschen gewesen sein. Es ist eben nur blöd, dass sie alle gleich aussehen. Hast du vielleicht doch noch ein paar Büsche weiter hinten? Jetzt da drin. Was wollte ich eigentlich von dem? Also das Einzige, was ich kriegen kann, eine gute Weste. Aber... Okay. Lecker, Leute, ich lege mich jetzt ein bisschen hin. So hier. Ja. Irgendwo da vorne ist einer und ich werde gleich wieder von hinten erschossen. Bleib stehen. Ach komm. Sonne kommt. Der auch immer irgendwo da war, muss eigentlich zu mir kommen. Wo ist der? Kriechst du? Hockst du bereits innerhalb der Zone und ich habe die Jungle noch nicht gesehen, weil ich total blind bin, oder? Perfekt, bin unsichtbar. Jetzt ist wieder so typisch. 6 Leute am Leben. Der geht da nichts jetzt, aber ich warte. Der erste, der sich bewegt, ist tot. Ich habe einen Wurf, ne? Einen. Oh. Ich müsste doch theoretisch abknallen. Oh
Oh, Top 5 sind mal drin in der Aufnahme und das sogar mit vielen Kills. Woo. Diese Position ist mehr als optimal. Bitte sieht mich nicht. Bitte. Wieso, Zone, wieso? Egal, Vierter in der Aufnahme mit 8 Kills. Ich würde sagen, das ist eine gute Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.